Ist das der Plunder Outpost da unten schon? Das ist Plunder Outpost da unten schon. Ja! Machen wir uns an den Segeln bereit. Wo ist der Galeon? Ach, die ist schon Uppe? Karuppe? Vertuppe? Da vorne. Oh, die segelt weg von uns. Ja, hey, da ist ein Schiffsrack. Gerade eben ist die zum Außenposten hingesegelt. An die Segel. Mittelsegel rein. Ja, Spaß. Luft, das ist das Falsche. Oh. Wofür haben wir schon gefragt, warum hast du langsam? Jetzt das Vordere. Jetzt schon? Ja, ja. Okay. Das haben wir schon gefragt. Seht ihr Timing? Warum wen das funktioniert? Oh, willst du das Hintersegel ja gleich auch schon haben, oder? Ja, mach dich schon bereit dran. Ich bin breit! Das höre ich. Ich bin müde. Das mussten wir noch nicht einholen. Auch wenn. Jetzt lass es aus dem auf halb. Luft, bist du am hinteren Segel auch bereit? Ja. Oh. Ich habe noch gar nichts gedrückt am hinteren Segel, also. Ah, dann war es Luft. Ja. Natürlich. Ja. Was erwartest du von mir? Dass du das Segel jetzt einholst. Ich will Klamotten kaufen. Luft geht's wieder gut. Ja. So, warte mal, wie viele... Ich bin heiter. Das ist ein Kommando. Luft, du hast den offiziellen Deus Volt, dich hiermit auf, selbst aufzuheitern. Oh, krass, wie viel... Ich bin heiter. Willst du die echt vor alle abklappern? Wie? Die Außenposten? Nein, es gibt nur hier was Neues. An Waffen, glaube ich. Keine Kleidung? Oh, nicht, dass ich weiß, aber ich bin mir nicht sicher. Langweilig. Soll neue Herrschaftswaffen... Nein. Okay. Wen interessieren denn Herrschaftswaffen? Das Hemd... Oh, ein Brustpanzer! Gut, neue Herrschaftswaffen scheinbar nicht. Nee, vom Kaiser ist die Jacke des Herrschers. Die habe ich schon. Ja, die gab's schon von der Königin Gürtel. Was ist das denn eben für eine ekelhafte Hose? Majestätische Gürtel. Hm. So, Tattoo-Set für Kampf. Ach du Scheiße. In welchem Laden seid ihr denn jetzt? Im Kleidungsladen gibt es die Tattoo-Sets. Narben soll es aber auch irgendwo geben. Wo kriegt man Narben her? Auf den Händler? Hast du Narben? Grüß dich, meiner! Hallo! Welcome! Ja, schön für dich. Wo ist denn das hübsche Kompass? Nein. How's it going? Nein. How's it going? Ach, ich sehe. Es kamen keine neuen Waffen dazu, es kamen ganz einfach neue Ausrüstungsteile dazu. Des Herrschers. Naja, die Waffen oder die Tattoos sind ja. See ya. Die Narben sollte aber auch irgendwo gehen. Ich habe keine Ahnung, wo man die kriegen kann. Ich kann das dir nicht sagen, also. Wie dem auch sei, dann füllen wir unser Schiff mal auf und dann geht's auch nach Sharkbait Cove. Danach müsstest du mit den Tavernen-Jones anquatschen. Ja, du kannst ja. Ich wollte gerade sagen, den Alten müssen wir erstmal anschnacken. Dann erstmal Schiff füllen. Wir sind ja ein bisschen unterausgestattet, wir sind ja direkt los. Oh. Okay. Nein. Ich bring das Schiff noch ein Stückchen weiter nach vorne. Ein Mühe gesunken. Yay, yeah, die ersten 100 Kanonenkugeln, wuhu! Weißt du, dieser Geier? Ja, dann nimm die zwei Bretter auch noch. Da. Hab voll. Naja, ich jetzt auch. Schiff, was machst du da? Schiff, was geht in deinem Kopf vor sich? Du fragst unser Schiff ernsthaft noch, was in seinem Kopf vorgeht? Ja.
Mein Schiff hat einen Kopf. Wenn ich das beschließe, dann schon. Ah. Und Luf. Ja? Wir reden hier nicht von irgendeinem Schiff. Wir reden von der wundervollen, besten, innovativsten... Du versuchst es immer noch, das Wort irgendwie zusammenzusetzen, oder? Liebevollsten, lustigsten... Enthusiasmus, Luf! Enthusiasmus! Interessantesten... Ich wollte gerade sagen, da hat sich ihr Hirn gerade rebootet. Schon wieder. Also das Mainboard ist schon wieder abgekaspert. Geilsten. Hat auf dem Bluescreen. Enthusiastesten. Also das genaue Gegenteil von dir. Also super phänomenalen Fortsetzung. Ich hab's geschafft. Überhaupt nicht übertrieben. Dann sag das ganz nochmal, Luf. Und zwar 10-mal schnell hintereinander. Ich bin es in der Lage, schnell zu reden. Bist du in der Lage zu reden? So gerade. Glaube es. Nee, das nicht wirklich. Das ist zu weit bewegt. Das ist unglaublich. Das ist halt unsere beste, innovativste, liebevollste, lustigste, interessanteste. Also es gibt schon rein aus dem Sinn Sachen, die schreibe ich mir auf, wenn ich sie mir merken möchte. Enthusiastische, super phänomenale Fortsetzung. Ich hab's geschafft, siehst du? Sag bei mir mal, hapert's. Ich gehört. Hey, Digga! Beste, innovativste, liebevollste, lustigste. Es hat bei mir noch. Interessanteste, geilste, super phänomenale, enthusiasteste, super phänomenale Fortsetzung. Call me operator for the super perforate. Nach dem zweiten I hapert's da immer so ein bisschen in meinem Mainboard. Hapern? Ja, da denke ich mir so, was kommt nach I? A-I-O-Ö. Du willst das nicht, weil das war. Halt die. Nein. Alter, das kann ich, dass du es immer noch gemerkt hast. Das ist so viele Jahre her. Dein Kopf ist. Du kannst dich keine vier Sachen merken, aber das bleibt natürlich. Ja? So, wo haben wir denn noch Zeug hier? Banana Unana. Half of your heart is in Biff. In Biff. Wir haben beim Malen eine Farbe, die heißt Havana Braun. Und da muss es mich immer totlachen. Und denk immer an Banana Unana. Du hörst ja auch wirklich an, als würde sie die ganze Zeit totlachen müssen. Ich glaube, die Insel ist ziemlich leer fürs Erste. Außer mit haufenweise Bananen. Ja. Also Kanonenkugeln werden wir keine mehr finden. Ja. Ich erwarte uns bei Duke. Newcomb. Ja, natürlich. Holzbrett! Holzbrett! Banane? Holzbrett! Banane! Danke! Da, Wichser! Lauf, wo bleibst du? Die Banane zurück! Na, okay, hier. Okay. Hallo, Duke. Digga! Bemo, wer ist, wenn du den vorliest? Das ist deiner. Das ist meiner. Was gibt's denn da zu glotzen? Noch nie eine Wasserratte gesehen? Komm und stoß mit uns auf die Freiheit, das Abenteuer und die weite See an. Was fragen wir zuerst einmal, wie denn überhaupt aussieht? Wie siehst du denn aus? Okay. Wie siehst du denn aus? Schiffsratten nehmen wie echte Piraten. Es wartet immer eine neue Herausforderung am Horizont. Wenn man nur die Augen aufhält. Fortfahren! Das hat er zu gestern. Fortfahren! Fortsetzen! Oh.
Ich für meinen Teil habe immer ein paar Risse in meiner Hose und die Geschichten dahinter. Also, wieso eine? Peinlicher. Piekfeiner Thailands Pirat auszusehen. Zurück! Wer sind denn die Schiffsratten? Was sind denn die Schiffsratten? Kennst du die Handelskompanien? Upsi. Wie diese spießigen Schnösel vom Handelsbund? Oh ja. Verfaulen sollen sie! Oh ja. Fortsetzen! No! Was? Erreiche Belobigung und Bestätigung von deinen Herren, so viel du möchtest. Aber bei uns geht's nur um die Liebe zu dem Abenteuer der Erkundung. Ja! Der sie selbst! Fortsetzung! Frag dich raus, such Ärger, verdien dir ein paar Narben. Nein. Piraten, die Gerüchten nachsprühen. Was? Ach, spüren? Nee, Sprühkäse. Sprühkäse. Immer der Nase lang, sind bei uns genau richtig aufgehoben, selbst wenn sie sich dabei ab und an besagte Nase brechen. Klingt traumhaft. So. Was gibt's Neues? Schon gemerkt, die Eier sind neulich ziemlich bissig. Nee. Nein. Nein, erzähl sowas nicht, Duke. Nein, nee, niemals. Ich musste dafür kämpfen, dass die mich umbringen. Ja, die Haie haben ja Angst vor dir. Die haben mich einfach geschubst. Wie dem auch sei, fortsetzen. Das macht es nur umso spannender, mit ihnen um die Wette zu schwimmen. Nein. Fortsetzen. Ist mir wirklich schleierhaft. Falls du dich interessiert, kannst du ja Melklöcher in den Bauch fragen. Der scheint was zu wissen. Fortsetzen. Wenn er nüchtern ist, verrät er es dir vielleicht sogar. Soweit ich weiß, schlägt er sein Lager auf der Südwestseite von Shark Bay Co. auf. Das Abenteuer ruft. Zurück. Und weg hier. Jawohl! Auf nach Shark Bay Co., wo wir schon lange nicht mehr gewesen sind. Uff zum Merrick! Merrick! Ach übrigens, Bermo. Ja? Deine Banane. Das Mindeste. Weil du dich so gut geschlagen hast beim Synchronisieren. Und wo bleibt meine Banane? Du synchronisierst... Du hast eine Banane in der Hand! Der mit Arsch und Zwirn. Du kriegst auch eine Gelegenheit zum Synchronisieren. Aber es hat so ein, wundervolles Geräusch gemacht, was auf Ewigkeiten in uns so in Ohren bleiben wird. Wir können Segel nehmen. Okay. Jawohl. Wir nehmen die Segel jetzt runter. Ach so, wir müssen jetzt dahin. Super. Und Segel drehen. Jetzt dreh dich doch erstmal fertig, Eisen. Das ist eine Arbeit. Die Segel können schon gedreht werden. Was ist mit dem Wind nicht richtig? Das ist doch nicht, das kann nicht sein. Guck mal, Gegenwind. Haben wir den nicht immer? Ja, aber wenn der Wind mitdreht, ist das einfach nur noch Mobbing. Hey! La 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 la. Und du bist direkt umgekippt. Was? Aber was kam? Die Klamotten vom letzten Mal an, das geht nicht. Das schnellst du nicht um, bevor Merrick dich mit den gleichen Kleidungen sieht. Oh mein Gott. Das wäre so furchtbar. Ich wette, in der Umgebung da ist es richtig warm. Hast du gerade die Flagge geändert, Thermo? Hä? Oder ich kann die Flagge gerade nicht erkennen. Kannst du mal leuchten? Das ist immer noch die legendäre. Achso, ich kann die gerade einfach nicht sehen. Ich habe mich gewundert, ist es schwarz geworden oder einfach verkohlt? Ich bin da jetzt fast wieder so runtergesegelt. Ah. Weil ist doch ganz cool, dass sie das Ding da oben hin gemacht haben. Das ist genau der gleiche Bullshit wie mit der, hier mit der Glocke auf der Schaluppe. Ach so.
Kommst du anders aus der Gegend? Ich will die Leiter runter. Nein, nicht den Schrank öffnen. Nein, nicht die Glocke tot. Warum haben wir kein Pulverfass, wenn wir eins brauchen? Ich stehe hier oben und sehe nur das Blitzen, hören, was knallt. Stirb, du Ausgeburt der Hölle! Macht euch an den Segeln bereit! Noch nicht einholen, nur an den Segeln bereit machen. Okay. Groß natürlich zuerst. Nein. Doch. Oh. Ne. Tonhof, arbeite mal was. So, ihr könnt das große Segel einholen. Grobe Donnerbüchse von Cedar kann nicht geladen werden. Doch, das ist aber schade. Das tut mir jetzt unendlich leid. Ja, vorne kann auch hoch. Jawohl, vorderes Segel einholen. Jetzt ist mal wieder schön, einfach mit Licht zu segeln. Dann sehen wir das Schiff zumindest. Wenn man einfach mal nichts zu verlieren hat. Nein, nein, Eisen, das ist nein. Gesundheit. Hallo. War kurz abwesend. Warst du das? Ja. Ist nicht aufgefallen. Danke. Gesundheit, hinteres Segel hoch. Nee. Aber das sehe ich jetzt gar nicht ein. Okay. Dann nicht. So, jetzt müsste das Schiff einfach automatisch auspegeln auf die Insel. Es müsste automatisch... Oh, das Schiff ist weg. Wartet das auf Schiff? Mir. Wir sind auf dem Schiff. Jack, das Schiff ist weg. Oh, ein Schweinekäfig, den nehmen wir mit. Ach, really? Ich spiele Fahrt wieder, jetzt noch Strich und fahren schon wieder. Hey, der Affenkopf ist ja mal nüchtern. Alter, was geht? Eins Tonne. Entschuldigen Sie bitte. Wir haben Arbeit zu tun. Pack das weg, du machst dich lächerlich damit. So, Merrick, der war ja meiner. Genau. Merrick! Bist du hier und den alten Merrick beim Liedstil ausschütteln? Ja, ich hab mich zurückgesetzt. Und nüchtern wie jetzt war ich seit Wochen nicht mehr. Und wenn mich noch eine Person fragt, wie ich meine Beine verloren habe... Wie hast du deine Beine verloren, Merrick? Willst du meine Geschichte hören? Lies meine Lochbücher. Eins auf der Insel beim Gratfelsen der Lagune. Aber bevor sie da draußen. Für mein neuestes Seemannslied habe ich mich von den Schriften der Stämme inspirieren lassen, die hier einst lebten. Ich bin noch nicht ganz so nüchtern. Sie beteten eine große Bestie, den Hungernden. Suche ihn nicht, ich kann nicht gegen an und du wirst es auch nicht. Wir müssen den Hungernden suchen. Okay. Ein größeres Boot kann ich dir nicht geben, aber ich kann dir das hier geben. Dann lassen sich andere Schiffe leichter versenken. So allein ist da draußen gefährlich. Nimm das Sprachrohr an. Danke fürs Sprachrohr. Merrick! Hast du noch mehr Geschichten, Merrick? Schön, ich nutze jede Chance, um meine badischen Muskeln zu dehnen. Wunderschön, der Sinn. Ungeheuer. Ungeheuer. Etwas über Seeungeheuer. Oder als ihr eine Krake verjagt habt, mit nichts als einer gewaltigen Vorstellung meinerseits? Meine Crew ist mit der Beste kollidiert, nachdem wir für diesen miesen Handelsbund gearbeitet haben. Wir waren im Untergang, Bird. Der Krake war wütend. Doch dann hatte ich einen Geistblitz. Ich trommelte wie nie zuvor ein mitreißendes Kriegslied.
Dieser schleimige Tintenfisch ist vor Angst geflohen. Und nein, nicht, weil ich so schlecht gespielt habe. Ich frage mich, ob es daran liegt, dass die ganzen Skelette hier antanzen. Schnell. Erstmal abklatschen, dann nächste Geschichte. Könnt ihr nicht einmal die Geschichte hören? Hey Merrick, folgendes. Hast du ein paar Geschichten? Etwas über deine Verletzung vielleicht. Ja, das wäre nett. Gute Idee. Ich habe eine weitere Horrorgeschichte für die, wie ich mein Auge verloren habe. Beim Masturbieren. Ich war auf dem Black Sand of Toll in the Wilds aus dem Nichts, stürzte eine riesige, furchterflüssige, wahnsinnige Bestie herab und riss mein Auge heraus. Einfach so. Es war eine Möwe. Genau. Was es war? Ja, es war ein Papagei. Ich habe fast richtig gelegen. Lach mich, ja? Papagei ist nicht witzig, wenn er dir ein Auge rausgerissen hat. Doch, doch, ein Papagei ist witzig, wenn er dir ein Auge rausgerissen hat. Sonst sehen wir uns wieder. Hast du noch ein paar Sekunden, erstmal diese Leute verprügeln, die sich da ausgraben müssen. Freund, du machst dich lächerlich. Hast du noch ein paar Seemannslieder für uns? Ich bin doch kein Zirkusaffe. Doch. Letztes macht mir das Spiel etwas nervös. Du bist nutzlos. Oh Gott, du scheinst mir ausgesprochen skelettlos. Was soll das heißen? Ach. Es stimmt. Zuerst sagten sie, sie haben Mitleid mit mir, nachdem ich nach dem Todgraben auch von der Schippe gesprungen war. Aber das ist mir wohl meinen kräftigen Körpergeruch zu verdanken. Die haben keine Nase mehr! Da drehen selbst den Gerippen die Augenhöhlen. Entschuldigung. Was hat Sprachrohr. Ja genau, wir erstmal in die Mitte der Insel. Stimmt, wir haben ein Sprachrohr, Sekunde. Hallo? Hallo? Was willst du? Deus Volt! Hört sich das lustig an. Man sieht eure Kacke die Lippen bewegen. So, Mitte. Es war irgendwas in der Mitte in der Rede, wo wir ein Logbuch finden müssen. Mitte! 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 Was war die Mitte? Ich hab nicht ganz die Erinnerung, wo das eigentlich jetzt war. Also wie funktioniert das Sprachrohr überhaupt? Du legst es an und dann drückst du Alt. Also... Ach, hier ist ein Logbuch. Logbuch! Mit Fischen! Warte! Hui. Das ist hier drüben! Ach, hier ist noch ein geheimnisvolles Logbuch. Und das lese ich natürlich zuerst mal. Schätze, die Steine brachten mehr als einen großen Reichtum. Wir kriegen noch ein Kopfgeld oben drauf. So. Warte auf hier drüben! Da hinten ist noch ein Skateballuf. Das müssen wir zuerst massakrieren. Hey, Digga. Der schon wieder flüchten wollte hier. Ah. Hier wurde eines von Merricks Logbüchern zurückgelassen. Ah, was ist diese Wahl? Die Qual der Wahl, was lesen wir zuerst? Katastrophe. Okay. Katastrophe. Seite 26. Katastrophe. Eine Katastrophe. Ich habe meiner Crew ein neues Seelemannslied vorgespielt, inspiriert von den Notizen alter Stämme. Ein anderes Schiff hat sogar mitgemacht. Doch der Rhythmus rief eine Kreatur herbei. Jene, die der Stamm verehrte. Es war nach wenigen Minuten vorbei. Die See war schon vorher rot, aber noch viel mehr danach. Meine Crew wurde zum Haifischfutter, meine Beine ebenso. Die letzten konnten fliehen. Ich habe mir die Kartennummer aufgeschrieben, falls ich zu betrunken bin, dass ich vergesse. Der gesuchte Brief liegt mir sehr am Herzen. Zeit für Rock. Ich gehe was trinken. Mit meinem Charme und meinen paar romantischen Versen gewinne ich meinen Lieblingswirtin schon einen Krug ab. Rotes Haar und ein Hautschneeweiß, ihre Taverne ist ein lüsterner Kreis. Hier lassen sich Kapitäne nieder für feuchtfröhliche Gespräche und Seemannslieder. Gut, welche der Außenposten ist das jetzt? Ihre Taverne ist ein Kreis. Haben wir nicht irgendwas bekommen? Was wir bekommen haben, ist der Zugriff zum nächsten Kapitel sozusagen. Aber zuerst mal, auf geht's zum Außenposten, wo die entsprechende Taverne ist. Okay. Aufs Brett. Da 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 da. Es dürfte Golden Sands sein.
Ernsthaft? Taverne ist doch schon in der Mitte. Boah. Und auf geht's in den Norden geht es auf. Hart Segel. Er hat hart gesagt, hey. Er hat Segel gesagt. Wir können die Segel übrigens hier schon mal auf die andere Seite drehen. Wieso willst du die auf die andere Seite drehen? Weil wir nach Norden müssen. Ja, und... Hey, der Wind dreht dich sogar mit. Verrückt. Ciao, Merrick. Danke für das Logbuch. Ciao mit V. Ade, Bashe. Sayonara. Tschüss. Kriegen wir zumindest ein bisschen Wind. Naja. Da kippt die Luft wieder tot um. Na, ja, Luft stirbt wieder ihren Heldentod. Stepbots schlafen, solltet ihr mal probieren. Nein. Schlafen kannst du, wenn du tot bist. Genau. Nee, ausgiebig. Das, wenn du tot bist, bleibst du tot und dann kann ich nicht schlafen. Oh. Weißt du, was voll gut ist? Was denn? Ich hab Kekse! Du bist ein böser Mensch, Bermo. Oh ja. Ich hab die Kekse her! Aber ich hab nichts zu essen. Oder hab ich noch... Da spiel ich dir kurz mal nieder auf der Trauer auf der kleinsten Violine der Welt. Nee, ich hab keine mehr. Wieso hat der Wind eigentlich mitgedreht? Findet ihr das lustig? Eisen, du fragst ernsthaft noch? Ja. Ich empöre mich tatsächlich dessen, dass ich frage. Weckt mich, wenn wir da sind. Hey, Luf, wir sind da. Das ist eine Lüge. Meinst du? Ja. Du kommst auf die Idee. Weil wir nicht innerhalb von 2 Minuten da sind. Glücklicherweise waren das keine 2 Minuten. Ja, jetzt müssen wir nach Nordwesten abdrehen. Ach. Hey, da vorne ist ein Sturm. Da müssen wir wohl durch. Wie, da müssen wir durch? Da müssen wir durch. Also machen wir da zumindest was zu tun. Ich hab keinen Kaffee mehr. Hast du den Kaffee auf, hast du gesagt? Nee, ich hab überhaupt keinen Kaffee mehr zu Hause. Wie kann man keinen Kaffee zu Hause haben? Ich habe keinen Kaffee zu Hause, aber ich trinke auch keinen. Wenn der Wett getrunken wird, außerdem trinke ich eher Tee zu Hause, aber... Ja. Ist zu warm. Ich habe mein Hemd schon 2 Knöpfe unten. Du trägst ein Hemd bei dieser Hitze? Wie soll ich sonst hier rumsitzen, oben ohne? Alter, ich muss dir mal Tanktops besorgen. So was Abgeranztes trage ich doch nicht. Es senkt dir zum nächsten Geburtstag Tanktops, die kannst du dann im Winter tragen. Aber nicht, nein, 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 sowas trage ich. Da weigere ich. Und dann kannst du eine kurze Hose und Sandalen haben und mit einer Packung Eis durch die Straße laufen. Ich denke nicht, dass das passieren wird. Im Sommer. Es wird vom Winter. Das wiederum ist wahrscheinlicher. Eisen? Ja, Bermo. Du wirst einfach mit so lange mit Wap, Wap und Doggy Style. Tu es nicht! Erwähne es nicht, Bermo! Ey, Double Day, you Motherfucker! Erwähne es nicht! Du musst auch dicke Lippen. Das dicke Lippen musst du auch noch draufhauen. Du wirst im Hai geopfert. Warum? Sie wurde schon erschossen. Und sie ist so ja, müde, dass sie schläft in seinem Verein. Du siehst? Ey, Alter, guck mal, Zeit ist wieder wütend. Ja. Kämpf wohl gerade mit Kratos. Haben wir einen Opferhuhn dabei? Wir haben keinen Opferhuhn dabei.
Luft, du wirst als Opferhuhn gelten. Nee, nee. Ich habe jetzt nicht vor, oben ohne volle Webcam zu setzen. Ich weiß, ja, der natürlich vielleicht schon ein bisschen, denn der geheime Hintergedanke meiner Webcam war natürlich einfach, dass ich jetzt eigentlich eine professionelle Karriere als Camboy anfangen wollte. Wieso glaubst du das? Warte mal kurz, warte mal kurz. Genau. Ich danke dir. Ich ertrage es nicht. Ich danke dir für deine bestätigenden Worte, Dermo. Nein. Ja, ich bin ja schon tot. Du hast mich ja mit Schrotkugeln geschossen.